Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu unserem neuen Format Yu-Gi-Oh! The Best Arts, denn ich möchte natürlich, dass ihr, bevor heute Abend die Folge online kommt, bestens über das Format informiert seid. Hey, man kann mich ja sehen. Huhuhu. Das sind die beiden guten Stücke, um die es heute Abend gehen wird. Ihr habt abgestimmt. Bevor wir nun allerdings zum Vorwort kommen, würde ich gerne nochmal die Werberumme rühren, denn ich habe einen Instagram-Auftritt gestartet. Ja, so sieht's aus. Ich habe einen Instagram-Auftritt gestartet. Ja, warum das denn? Ganz einfach. Ihr habt mich in den letzten Jahren immer wieder darauf angesprochen, beziehungsweise darum gebeten, dass ich doch mal öfter tiefere Einblicke in meine Sammlung geben könnte. Darauf habe ich nun reagiert und mich dazu entschlossen, das Ganze via Instagram zu realisieren, da das über diese App wesentlich einfacher ist, als Dutzende von Sammelkartenchecks zu drehen. Die wird es natürlich dennoch geben, aber der Instagram-Auftritt ist natürlich wesentlich präsenter, sage ich mal. Den Link zu meinem Instagram-Profil findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Solltet ihr dort nichts mehr verpassen wollen, dann dürft ihr mir auch gerne folgen. Wenn ihr Fragen habt oder mich irgendwie kontaktieren wollt, findet ihr in der Videobeschreibung auch meine E-Mail-Adresse. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema. Das Videoformat The Best Arts setzt sich zum Ziel, in jeder Folge aus der Perspektive eines Sammlers, Obacht, eines Sammlers, nicht eines Spielers, zwei Karten auf Herz und Nieren zu prüfen und am Ende miteinander zu vergleichen. The Best Arts ist als Format geplant, das die Abonnentschaft mit an den Tisch bringt. Unter jedem Video gibt es einen von mir verfassten und fixierten Kommentar, der dazu auffordert, unter ihm die Thematik zu diskutieren. Inwiefern das funktioniert, wird sich zeigen, da meine Zuschauerschaft ja bisweilen relativ schweigsam ist. Das heißt, wenn ein Video von mir mal 10 Kommentare hat, dann ist das in meinem Fall schon einen Grund, eine Messe lesen zu lassen. Wir werden also sehen, wie gut das angenommen wird. Das war aber noch nicht alles. Auch das Ergebnis sowie die Karten, die in der nächsten Folge diskutiert werden, werden von euch mit beeinflusst. Dazu später aber mehr. So, welche Kriterien finden wir nun auf unserer großen Checkliste wieder? Zunächst besprechen wir einige Fakten. Ne? Wie sieht es denn zum Beispiel preislich aus? Und in wie vielen Sets erschienen diese Karten? Danach stellen wir eine Prognose. Das heißt, wir schauen uns an, wie oft die Karte gereprintet wurde, wie ist der aktuelle Preis und ermitteln daraufhin eine mögliche Zukunft für diese Karte, was ihre Relevanz bei Sammlern und einen eventuellen zukünftigen Wert angeht. Danach wird die Qualität der Karte kontrolliert bzw. darüber gesprochen. Wie ist der Print, also das Finish? Wie ist die Qualität der Pappe und so weiter und so fort. Dann schauen wir auf das Design des Monsters. Wir gucken uns an, wie detailliert oder eben nicht detailliert das Monster gezeichnet wurde, wie es sich mit den Proportionen verhält und ob die Farben harmonieren. Dann widmen wir uns dem Hintergrund und schauen, ob das Größenverhältnis zwischen Monster und Hintergrund stimmt und ob Monster und Hintergrund farblich kompatibel sind. Das machen wir mit jeder der beiden Kontrahenten separat pro Folge. Und danach vergleichen wir Wert, die Prognosen und zu guter Letzt das Aussehen der Karten und ziehen Bilanz. Das war aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn jetzt ist es wieder an euch sozusagen zur Tat zu schreiten. Das Ergebnis am Ende des Videos ist nur ein vorläufiges Ergebnis, da es sich dabei ausschließlich um meine Meinung handelt. Nachdem die Premiere des Videos zu Ende ist, wird in der Community-Funktion eine Umfrage geschalten, in der ihr abstimmen könnt, welche der beiden Karten für euch persönlich der Gewinner ist. Die Karte mit den meisten Stimmen gewinnt logischerweise. Das Ergebnis dieser Umfrage wird dann am Anfang der nächsten Folge preisgegeben und des Weiteren folgt eine Umfrage, in der ihr 5 Variablen, die immer aus 2 Monstern bestehen, zur Auswahl habt. Also, die kommen beide gleichzeitig, ja, diese Umfragen. Ihr könnt eure Stimme abgeben und die Monster in der Variable mit den meisten Stimmen treten dann in der nächsten Folge gegeneinander an. Genauso haben wir das ja auch mit den Karten gemacht, die diese Folge dran kommen. Da haben sich exakt 50% dazu entschieden, dass diese beiden Karten in dieser Folge zu sehen sein müssen. Genau. Ihr könnt auch Vorschläge in den Kommentaren hinterlassen, welche Monster ihr gerne gegeneinander antreten sehen würdet. Vielleicht nehme ich sie ja in einer der nächsten Umfragen auf.
Wir sind jetzt am Ende des kleinen Informationsvideos. Das wollte ich nur vorneweg schicken, damit ihr wisst, was heute Abend auf euch zukommt. Denn ja, heute Abend um 18 Uhr geht die erste Folge mit dem tödlichen Virusdrachen und dem blauigen alternativen weißen Drachen online. Das wolltet ihr ja so. Das heißt, ich darf jetzt die Nacht durchmachen, um diese Folge irgendwie zu produzieren, da ich selber noch nicht weiß, wie ich das umsetzen möchte. Und ja, wie bereits gesagt, vergesst nicht Instagram, falls ihr mich irgendwie kontakten wollt, habt ihr auch eine E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung stehen. Und ja, bis heute Abend, haltet die Ohren steif und genießt den Tag.